Dem Namen Stalingrad ist die 6. Armee verbunden. Was heißt das? Was ist eine 6. Armee? Eine 6. Armee ist zunächst mal ein militärischer Großverband. Das waren damals 230.000 Mann, die eingekesselt worden sind. Das ist aber nicht nur eine Masse Mensch. Eine Armee ist im Grunde genommen ein geheimnisvoller Organismus. Ganz wichtig ist, Sie müssen sich vorstellen, der moderne Krieg ist arbeitsteilig organisiert. Es gibt unterschiedliche Arten von Truppen. Es gibt Kampftruppen, Kampfunterstützungstruppen, Logistiktruppen. Es gibt Bürosoldaten. Und dieser riesige Organismus, also im Grunde genommen, wenn man so will, eine Großstadt, eine deutsche Großstadt, ist plötzlich eingekesselt und umgeben von feindlichen Soldaten und auch einer feindlichen Umwelt. Also es ist ja Steppe im Winter. Und das ist die Situation der 6. Armee nach ihrer Einkesselung. Die ist aufgestellt in Mitteldeutschland, ja, unter dem späteren Generalfeldmarschall von Reichenau, und gilt als Elite-Armee. Ja. Es gibt die 1. Armee, 2. Armee, 3. Armee, 4. Armee und bis 6. Armee, 7., 8. Ja. Das sind vier Korps. Was bedeutet das? Das sind verschiedene Führungsebenen und es geht letzten Endes darum, auch da im modernen Krieg, um ständiges Controlling, Versorgung, es geht um Führung und es werden praktisch verschiedene Ebenen eingeführt. Es fängt dann ganz unten an bei der Gruppe, beim Zug, Kompanie, Bataillon, Regiment, Division und dann die Korps. Ein Zug sind wie viele Menschen? Zug sind etwa 30 Menschen. 30 Menschen. Kompanie sind ist eine? Eine Kompanie. 100. Eine Kompanie, das hat einen Hauptmann unter Hauptmann, sich. Genau. Im Frieden. Im Krieg ist es dann oft ein Leutnant. Und dann geht das eben praktisch so nach... Drei Kompanien, ein Bataillon. Ein Bataillon. Drei Bataillone. Ein Regiment. Drei Regimenter. Dann die Division. Drei Divisionen. Dann das Korps. Das Korps. Und genau, das ist das Korps. Und drei Korps oder vier Korps, eine Armee. Eine Armee. Und mehrere Armeen, eine Heeresgruppe. Eine Heeresgruppe, ganz genau. Das ist die Ordnung, das ist die militärische Ordnung. Und das Korps besteht nicht nur aus den Divisionen, sondern es hat noch Spezialtruppen. Also es hat Pioniere, Artillerie, die praktisch dann besondere Aufgaben übernehmen können. Und sie haben dann auch Reserven. Also praktisch der kommandierende General, der befiehlt das Korps, der kann dann eben auch entsprechende Schwerpunkte bilden. Das ist vielleicht für den Außenstehenden und auch für den Zivilisten ist das relativ unverständlich, aber es ist eigentlich eine Systematik, die den perfekten Einsatz von militärischer Gewalt oder militärischer Organisation garantiert. Und es ist ja interessant, dass es nicht nur in Deutschland so war, sondern in allen Ländern dieser Welt. Es ist jetzt so, das ist eigentlich sehr interessant, Armeen sind kleiner, schlagkräftiger geworden, die Motorisierung ist stärker, die Feuerkraft ist stärker, sodass die Division sozusagen als Kerngröße des Militärischen ersetzt worden ist durch die Brigade, sehr viel kleiner.
Aber den Amerikanern jetzt im Pentagon ist ja gerade jetzt eine Reform gewesen, hin zu diesen kleineren Einheiten. Ja, genau. Man kann praktisch mit weniger Soldaten das Gleiche erreichen wie früher, aber sag mal, diese Systematik, diese verschiedenen Führungsebenen übereinander oder untereinander, das ist immer gleich geblieben. Da gibt es eine Division, die 44. Infanteriedivision, die trägt noch den Traditionsnamen Hoch- und Deutschmeister. Das heißt, die kommt noch aus dem KUK. Ja. Reich und wurde verkleinert nach dem Ersten Weltkrieg, wurde dann wieder größer. Ja. Das ist auch eine recht faszinierende Sache. Also die Großverbände, also eine Armee oder auch ein Korps, das sind Rahmenverbände. Die haben, wenn man so will, keine regionale Identität. Aber bei den Divisionen, da ist das so und das ist ein deutsches Spezifikum und die Deutschen waren da drin auch sehr erfolgreich, weil die Soldaten kommen, also das eine Division sind etwa 17.000 Mann und die kommen alle aus derselben Region, haben also praktisch dieselben oder ähnliche zivile Erfahrungen, erkennen sich alle am richtigen Dialekt und haben natürlich, also wenn man so will, das ist die Band of Brothers. Also das ist wie bei den Schweizern auch die Reichsläufer 17. bis 18. Krieg, wo sie praktisch das Gefühl haben, das sind meine Brüder, das sind dieselben Menschen, die sind ähnlich, die kommen aus demselben Milieu. Also hier die 305. Division. Bodensee-Division, genau. Das ist die Bodensee. Ja, genau. Die nennt sich auch Bodensee. Ja, natürlich. Das ist als feierlicher Name. Ja, klar. Das ist auch ein großer Vorteil der deutschen Armeeorganisation. Deswegen sind die so auch erfolgreich. Bei den Amerikanern sieht es so aus, da gibt es die sogenannten Replacement Centers oder Replacement Depots. Und da kommen praktisch Soldaten aus ganzen USA rein und die werden dann einfach verteilt. Während bei den Deutschen ist sozusagen diese regionale Bindung da. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Situation und das schweißt die Leute auch ganz anders zusammen. Und das ist dann diese berühmte Kohäsion. Also für die Amerikaner war das ja sehr interessant. Die haben immer gesagt, was ist eigentlich das Geheimnis der Wehrmacht? Warum hängen die so eng zusammen? Weil auch da, gewissermaßen die Verachtung der Nachbarn natürlich. Spielt eine große Rolle. Ja, natürlich, ja klar. Ja? Also hier ist die 100. Jägerdivision, die kommt relativ spät nach Stalingrad. Und das sind die Goslarer Jäger. Ja. Die sind natürlich stolz. Ja, natürlich. Und wie? Harzgelände, da wird geübt. Ja, natürlich. Skifahren können sie alle und so weiter. Ja. Und wenn die versagen, dann werden sie lächerlich bei den Nachbardivisionen. Ja, natürlich. Ja, klar. Und regimenterweise noch mehr. Ja, genau. Wenn zum Beispiel jemand zu einer Panzerdivision sagt, das ist ja die Eau-de-Cologne-Division. Riecht stark und verflüchtigt sich schnell. Ja. Das endet doch mit Duell. Ja, klar, natürlich. Also das ist dieser Chorgeist, das ist natürlich ganz entscheidend. Und das führt natürlich auch zu so einem Wettbewerb innerhalb der Divisionen. Und es führt natürlich auch dazu, dass die Soldaten ihren Haufen nicht verlassen. Also das ist halt auch das Geheimnis, warum die Ostfront eigentlich bis 1945 zusammenhält und nicht auseinanderbricht. Also es ist nicht nur die Versorgung, nein, Versorgung mit Gemütszuständen, mit Verwandtschaften, mit Zuverlässigkeit. Im Grunde genommen ist der militärische Mikrokosmos, der verselbstständigt sich. Also die Soldaten sind das, ihr Haufen ist ihre Familie, mit dem identifizieren sie sich. Und was da eigentlich, also die große Strategie und so weit schauen die gar nicht. Das geht nur darum, mein Kamerad im Schützenloch, das ist mein Hauptmann. Mein Bataillonskommandeur, das sind sozusagen die Bezugspunkte und alles andere gerät auch sozusagen aus dem Horizont. Und das ist die Bedingung des Vormarsches und das ist was man Mut nennt. Ja. Ja? Und in der Hinsicht ist diese Einheit, die einen sagen Monster, die anderen sagen diese vorwärtsdrängende Truppe, die bis Stalingrad kommt, zunächst einmal ein Instrument des Blitzkriegs. Ja, natürlich. Ja? Und wie? Solange Motivation da ist, solange die Tuchfühlung hält. Ist quasi wie beim Schwarmverhalten. Ja, geht das vorwärts. Ist, Und man muss ja immer sehen, das kann man sich eigentlich auch gar nicht so vorstellen. Ich meine, das Ostheer, das trifft ja relativ bald auf einen Gegner, den es völlig unterschätzt hat. Und die Deutschen sind sozusagen ausgeblutet bis zum geht nicht mehr, auch schon im Sommer 41. Das Material ist viel zu gering, die Fahrzeuge gehen kaputt und trotzdem haben die noch, obwohl die quantitativ und teilweise auch qualitativ unterlegen sind, also von der Ausstattung her, bei den Panzern zum Beispiel, trotzdem haben die immer noch Erfolge. Also das ist ganz, ganz irre. Und sag mal, solange diese Maschine in Bewegung ist, funktioniert es. Wenn ich hier jetzt sehe, Gefechtsstärke,
der 376. Infanteriedivision, 5.269. Das ist ja von den 17.000 Mann, die eigentlich eine Division bilden, sehr weit entfernt. Ja, ja, ja. Und die Bewertung ist zur Abwehr voll geeignet in diesem Fall. Dann gibt es zum Angriff bedingt geeignet, das ist eine sehr hervorragende Bewertung. Und zur Abwehr bedingt geeignet. Ja, das wäre schwach. Das ist schwach. Das ist schwach. Im Grunde genommen müssten sie alle zum Angriff voll geeignet sein. Das war im Grunde genommen so eine interne Bewertung. Und die Truppe ist ausgeblutet. Das sind ja im Grunde genommen Personalstände, die eigentlich nur noch die Hälfte darstellen. Und was auch interessant ist, es kommen dann eben immer mehr, also auch das sieht man in diesen Verpflegungslisten, es kommen dann immer mehr die Hilfswilligen, also, Kriegsgefangene Rotarmisten, die mehr oder weniger freiwillig sich bei der Wehrmacht einreihen. Und es gibt dann einzelne Divisionen, wo auf einen deutschen Soldaten ein Hilfswilliger kommt. Also sie haben beispielsweise Geschütze, das ist, sagen wir mal, Kanonier 1 bis 4 sind Deutsche und Kanonier 5 und 6 sind Russen. Also ich sehe hier die 71. Infanteriedivision, die hat 4.331 Gefechtsstärke deutscher Soldaten und 8.134 Hilfswillige. Genau. Und die vergisst man. Ja, die vergisst man völlig. Denen geht es ja, wenn der Kessel zusammenbricht, besonders schlecht. Ach, das ist sind alles Landesverräter. Ja, natürlich. Also das sind Leute, die eigentlich die Gefangennahme nicht überleben. Also das ist sehr, sehr tragisch. Ich meine, das ist... Desertieren die? Gar keine Möglichkeit. Also das ist, zum Teil desertieren sie auch. Also da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten. Also und zwar, es gibt ja den Juri Gagarin, den berühmten sowjetischen Kosmonauten. Und das ist das eine. Und es gibt die bayerische 7. Infanteriedivision aus München. Und da gibt es eine Geschichte eines sogenannten Wolfskindes. Der kommt 1941 zu der Truppe. Und man weiß nicht wie, der wird halt Ding. Und der wird dann, wie es halt bei den Soldaten so ist, das wird so eine Art Regimentsmaskottchen. Der kriegt dann eine deutsche Uniform. Als Kind. Hat dann auch, lernt bayerisch fluchen auch. Hat dann also so eine graue Uniform an mit so einer Feldmütze und begleitet dann die 7. Infanteriedivision bis 44. Und die vermuten, also das ist nicht gesichert, aber sie vermuten, dass das der Juri Gagarin ist. Also auch in seiner Biografie, da gibt es eine Lücke. Und da war es dann so, 44, also der hat dann da so ein Feldwebel, bei dem er immer ist. Und dann sagt er irgendwie so, du Schorsch, also du weißt, ich muss jetzt gehen. Und er sagt dann, ja, ja. Und dann verschwindet er halt und ist plötzlich weg. Und das gab es natürlich auch. Wobei natürlich in diesem Kessel von Stalingrad ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ich meine, da ist eine ganz klare Frontstellung. Und, aber es gibt noch immer Reste von Bevölkerung in den Kellern. Ja, natürlich. Also die man sich auch nicht vorstellt. Man denkt immer, das sind nur zwei Armeen, die miteinander kämpfen. Ganz irre. Das sind auch diese Zivilisten, das sind die Spezialisten des Krieges. Die wissen ganz genau, also die hören ganz genau, wann ist eine Granate gefährlich, wann nicht. Und die leben dann in diesen Kellern oder auch so in den Kanalisationen. Da leben noch viele Menschen. Und die kommen dann auch immer wieder hoch und verschwinden dann wieder. Also das ist sowieso, das ist eine Erfahrung der Geschichte und auch eine Erfahrung der Zeitgeschichte. Das klingt ein bisschen zynisch, aber das soll es nicht sein. Der Mensch ist eigentlich enorm zäh. Der Mensch ist enorm zäh. Und auch die Nazis, die ja irgendwie jetzt so Hungerprogramme haben und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die Nahrung weg und die sollen da alle verhungern. Das geht nicht so einfach. Die würden nicht verhungern. Nee, die würden nicht verhungern. Und das ist, und wie schon gesagt, also es ist erstaunlich, wie viele sich da in diesen also da gibt es ja so Schluchten, die Balka und dann eben die Kanalisation und so, da überleben noch relativ viele. Die natürlich genau wissen, wo wer ist. Ja. Das heißt, hat man deren Vertrauen, dann hat man einen Spähtrupp, sozusagen, der unbezahlt und nicht eingezogen, hier für die eine Seite arbeitet. Ja, genau. Jetzt haben wir den 19. November. Vorher hat sich diese Armee in ganz kleinen Gruppen festgebissen. Ja. Ja? Und man kommt nicht richtig vorwärts und man darf nicht zurück. Ja. Ja? Und man kann nicht sagen, man hat die Stadt eingenommen. Man kann aber auch nicht sagen, sie gehört der anderen Seite. Ja. Es ist eigentlich etwas wie bei Verdun. Das ist wie bei Verdun, natürlich. Also im Grunde genommen, die Deutschen haben einfach nicht mehr die Kraft. Das ist es eigentlich. Ihnen fehlen die letzten entscheidenden Bataillone. Und dann versickert eigentlich dieser Angriff in diesem,
ja, in dieser riesigen Ruinenstadt. Das ist das Verlustreichste. Das ist, wenn fast gleiche Kräfte ja miteinander ohne Entscheidung ringen. Das ist brutal. Das ist so brutal. Man kann Kriege nicht. Ja, nein. Das ist im Grunde genommen die allerschlimmste militärische Situation. Also im Grunde genommen, wir hatten ja gesprochen, wir sind beide Arztsöhne, und ich vergleiche eine militärische Operation mit einer medizinischen Operation. Und eine militärische Operation ist dann gut, wenn ein geschickter Operateur schnell operiert. Da wird es Blut geben, aber man muss auch schnell zu einer Entscheidung kommen. Und das Schrecklichste ist eigentlich, auch jetzt ähnlich wie in Afghanistan, wenn eigentlich Ärzte um einen Kranken rumstehen und dann so rumfuschen und der verblutet langsam. Das ist das Allerschlimmste. Und das, genau das haben wir hier in Stalingrad. Das ist die Situation. Also ein ganz, ganz schwieriges Terrain, wo beide Seiten enorme Kräfte reinpulvern und wo es am Ende dann doch zu keiner Entscheidung kommt. Gibt es außer Chirurgie auch Homöopathie im Krieg als Metapher? Gute Frage. Habe ich jetzt noch? Ja, natürlich. Also sagen wir mal. Counterinsurgency? Ja, natürlich. Ja, klar. Oder auch, sagen wir mal, indem sie einfach nur, also durch eine Drohgebärde. Auch das. Ich meine, das ist ja wäre so ähnlich wie bei Homöopathie. Also oder durch Befriedung. Ja, das genau, heißt also, ja. dass sie irgendein Interesse der Bevölkerung so aufgreifen, genau. dass sie Frieden. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich bin jetzt wieder beim 19. November und es ist ein Donnerstag und da ist jetzt der Moment, in dem die Russen oben, das heißt also nördlich von Stalingrad, eine rumänische Armeegruppe angreifen und auch am ersten Tag schon 35 Kilometer durchstoßen. Ja. Wenn Sie mir das mal beschreiben, das ist 8 Wochen vorher beschlossen worden. So lange dauert das etwa, um es zu realisieren. Zeitgleich findet in Vinnytsia eine Besprechung statt bei Hitler und da wird gesagt, wie es weitergeht und bei Stalin. Ja? Und da wird auch gesagt, wie es weitergeht. Und hier greifen die jetzt an. Und von unten, von Süden, ja, aus der Steppe sozusagen, ja, kommt eine zweite Zange. Ja. Und die vereinigen sich dann. Wenn Sie jetzt mal diese Situation am 24. Mir beschreiben, das ist ein Dienstag. Das ist der Tag, an dem in Starobelsk, also ganz unten schon, in der Nähe der 6. Armee, aber jenseits des Don, der Manstein mit seinem Stab ankommt und jetzt konferiert mit der Heeresgruppe B. Das ist gleichrangig. Wenn ich mir das vorstelle, die haben also Karten. Ja. Und da versammeln sie sich drum, wie um ein Feuerchen. Ja, genau. Und man sieht dann immer so mit den Händen, zeigen sie was. Was ist aus der Karte zu sehen? Also der Manstein, das wissen wir sogar, die Kriegstagebücher sind sehr genau. Um 9 Uhr morgens kommt er an. Ich nehme an, die waren alle fürchterlich übernächtigt. Und das Problem war ja damals, also die Information über die Lage. Das ist natürlich, was da bei der 6. Armee passiert ist, ist eine Art GAU. Und ich nehme an, und so erklären sich auch die Entscheidungen Mahnsteins, dass die Nachrichten abgerissen sind. Also die sehen eigentlich nur, da ist ein riesiges Loch in der Front vor uns. Und da ist 22. November meldet die 6. Armee, Armee ist eingeschlossen. Und was eigentlich dazwischen ist, das ist ziemlich unklar. Das Interessante ist, diese militärischen Lagekarten, die haben ja eine ganz eigene Ästhetik. Also wenn man mal mit denen da wird immer zweimal am Farben. Farben. Das sind Grafiker. Das sind kleine Kunstwerke, finde ich. Also wirklich, die sitzen da und der wird immer für die Morgenlage und für die Abendlage wird jeweils eine Karte gezeichnet. Das sind so Pfeile und bei Verteidigung so ein Halbkreis. Ja, genau. Das ist alles eigentlich. Nur ich denke, da ist natürlich, wie soll ich sagen, genau. So kann man so. Noten wäre es eine Partitur. Ja, genau. Und da ist sozusagen eine Melodie, wenn man so will, um im Bild zu bleiben, oder auch ein Ticker, der ständig von der Front kommt und der, also diese Kartografen ständig informiert, morgens, abends. Nur in dieser Ausnahmesituation, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ist dieser Ticker abgebrochen. Also im Grunde genommen, das ist ja ein völliges Chaos zwischen Stalingrad und dem Lagezentrum Mahnsteins. Und wie viele Kilometer sind das etwa? Es sind 200. Ja, dann, ich glaube, so 150 würde ich sagen. 150. Ja? Und es ist natürlich, das ist mal ganz erschütternd, wenn man auch dann später also diese Karten sieht, da sind dann so einzelne Stellungen, einzelne deutsche Stellungen irgendwo
in der Steppe und sonst ist nichts drumherum. Und es sind so kleine Igel, die sich und die da... die weiß man nur, weil die haben sich gemeldet. Die haben sich gemeldet. Andere haben sich nicht gemeldet. Nee. Und ich denke, also die Situation am 24., das ist wahrscheinlich ein riesiges Chaos. Und Mahnstein, und das ist natürlich auch, sagen wir mal, auch irgendwo wieder faszinierend zu sehen vom Führungsverhalten, der kommt eigentlich rein in ein Chaos, da ist ein riesiges Loch, aber er hat seine Organisation hinter sich, gar nicht so viel Mann, also so etwa diese 100 Mann vom Stab. Und er baut jetzt die Heeresgruppe Don auf. Eigentlich ein Fantasiegebilde zu so einem Zeitpunkt. Ja. Nicht? Das sind die Vorstellungen von 100 Leuten, die sich einfach sowas vorstellen. Genau, Mens agitat molem, da ist es wieder. Also die Masse ist aber nicht da, die ist nicht erreichbar im Moment. Die ist irgendwie verteilt. Das ist wie ein Ingenieur, der an einem Motor was arbeitet und den anderen aber reparieren soll. Ja, genau. Oder auch nochmal im Bild Ingenieur, sagen wir mal, da ist ein Deich und da ist was gebrochen und der steht jetzt da und sagt, ja okay, wie organisieren wir das? Und das ist das schlimmste Erlebnis jetzt, wenn wir das Metapher Militärarzt nehmen, wenn er das falsche Bein operiert. Genau. Das ist, also er muss im Grunde genommen, also auch da hätten wir wieder was, so dieses Veni, Vidi, Vici, ich kam, sah, siegte. Ja. Also dieses, er ist jetzt gekommen und er sieht. Ja. Und jetzt muss er eine Entscheidung treffen. Das sind die drei Punkte. Und da gibt es eine eigenartige Bewegung der Zufälle. Mhm. Ja, es scheint so, dass Zufälle im Sog einer erfolgreichen Tätigkeit Glück bringen. Ja. Und dass sie, wenn die Niederlage schon da ist und der GAU da ist, das Unglück verschärfen. Ja. Das wäre bei einem Unglück, die Explosion, eine Erdölförderungsanlage im Golf von Mexiko, nicht anders als hier im Ernstfall des Krieges. Genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Wenn Sie mal jetzt die Nachrichtenherkunft mal in so einem Tag, dem 24. hier beschreiben. Mhm. Da sind also Divisionen der 6. Armee. Mhm. Aber eine Division sieht ja gar nichts, sondern das sind Spähtrupps, einzelne wirkliche Kompanien. Genau. Also wirkliche Menschen sehen irgendetwas und melden es. Melden es hoch. Hoch. Dort wird es sozusagen gesammelt, gefiltert und in Karten eingetragen. Ja, genau so ist es, Dann davon gibt es jetzt wieder Funkberichte an das Korps. Ja, genau so. In dem Korps wird wieder gefiltert und weitergereicht an die Armee. Ja. Und dort wird geurteilt und das wird weitergegeben. Ja. Ist das, was ganz unten gesehen wurde, zutreffend und reichhaltig, dann habe ich eine Aufklärungslage, ein Aufklärungsergebnis. Ja. Wenn das aber wirr ist und nur nicht vollständig ist und sich alles in Bewegung befindet, also das Regiment, das eben noch an der Wolga stand, wird jetzt verlegt. Ja. Sowas gibt es doch. Ja, klar, natürlich. Also zwei Dinge. Ich denke, damals im Kessel der 6. Armee, da war die Lage relativ klar. Da gibt es ja auch noch eine durchgehende Front. Also gut, die Front nach Osten, das ist sowieso die alte Front. Die Front nach Westen, die hat sich jetzt am 24. notdürftig stabilisiert. Aber da im Süden aber. Ja, also mehr oder weniger. Also da ist es, sag mal, innerhalb des Kessels, kann man sagen, ist die Lage relativ klar. Wo die Lage überhaupt nicht klar ist, ist bei der Heeresgruppe B. Also sagen wir mal, bei diesen Teilen, die noch den deutschen Machtbereich bilden. Also das ist sozusagen das, was noch zum deutschen Machtbereich gehört und von dem sich jetzt der Kessel losgelöst hat, da ist dieses riesige Loch. Und da wird damals nicht sehr viel klar gewesen sein. Das Interessante ist, sagen wir Mahnstein oder sagen wir auch die Leute außerhalb des Kessels haben ständig Funkkontakt zur 6. Armee. Es werden auch immer wieder einzelne Offiziere ausgetauscht. Das ist auch sehr interessant. Also auch vom Führungsverhalten und auch, sagen wir mal, vom Ethos der Offiziere. Es gibt immer wieder Generalstabsoffiziere oder Generale, die in den Kessel fliegen. Der Schulz beispielsweise, das ist der Generalstabschef von Mahnstein, der fliegt am Samstag, den 28. Genau, fliegt rein, um sich mal vor Ort ein Bild zu machen. In einem Wort zusammenzufassen, das Tragische für die damals eingesetzten Soldaten ist, dass Mahnstein die Lage falsch beurteilt und die falschen Schlüsse zieht. Das ist eigentlich der springende Punkt. Die 16. Panzerdivision, die 24. Panzerdivision,
so ein Trägheitsmoment aus der Zeit vorher. Vorher gelang alles. Ja. Wenn die Russen auf der Krim ihn im Rücken angreifen, er belagert Sevastopol und die landen bei Kertsch, dann löst er die Situation. Ja. Ja. Ist eine Krise, er ist krisenerfahren. Ja. Ja. Und jetzt denkt er, hier ist auch einfach eine einfache Krise. Ja. Das ist natürlich nicht nur ein militärisches Problem, das ist auch ein psychologisches Problem. Und das betrifft wahrscheinlich jeden. Und das ist natürlich, Krieg ist immer ein Ringen und das, irgendwann kippt es. Und plötzlich, also diese Erfahrung der Niederlage oder die Erfahrung, es geht nicht mehr, das betrifft dann alle. Den Generalfeldmarschall bis runter zum Gefreiten. Und dieses Gefühl, also so hat es auch mal mir ein Veteran beschrieben, hier haben wir nichts mehr zu bestellen. Plötzlich dieses lähmende Gefühl der Niederlage oder dass man plötzlich merkt, dass, man kennt es ja auch aus dem eigenen Leben, wo man plötzlich mal denkt, oh Gott, hier ist die Grenze, da geht nichts mehr. Wenn Sie diese Gesamtsituation einmal, die das hier auslöst, dieses Gefühl, wir stoßen auf eine Grenze, dann beginnt das ja recht früh. Sie haben die Schlacht von El Alamein weit im Süden in Afrika. Ja, genau. Nicht? Das ist Anfang November. Ja. 1. bis 4. November, und danach muss sich Rommel zurückziehen. Ja. Das ist eine Armee in Bewegung, das hatten wir noch nicht. Ja. Auf der anderen Seite kommt jetzt die Landung der Amerikaner in Marokko, Algier. Ja. Genau. Und jetzt haben wir die Reisebewegung des Führers. Ja. Der war vor kurzem noch in Vinica. Ja. Im Oktober sehen wir ihn dort. Ja. Und dann reist er nach Rastenburg. Ja. Und von dort aus reist er nach München. Ja. Zum 9. November. Das ist der Tag. Ja. Wenn Sie das mal beschreiben. 16,5 Tage ist er unterwegs jetzt. Fern von allen Stäben. Ich meine, da werden zwei Dinge deutlich. Zunächst mal haben wir praktisch diesen Gesamtorganismus des deutschen Machtbereichs. Das ist ja nicht nur das Großdeutsche Reich, sondern das sind die besetzten Gebiete, das sind auch, sagen wir mal, die Kollaborateure. Das ist ein riesiges Machtgebilde. Und dieses Machtgebilde versucht sich gewaltsam auszudehnen. Das ist eigentlich der Prozess. Hat sich schon überdehnt. Es hat sich überdehnt. Genau, das ist der springende Punkt. Und weiß nicht, ob in Norwegen eine Invasion kommt. Mhm. Und da müssen wir vorsichtig sein. Auf der Insel Rhodos müssen wir auch was haben. Also es ist sehr verstreut und eigentlich wollen wir Indien erobern. Ja, genau. Und das ist eigentlich, mit ihren Kräften stoßen sie an ihre Grenzen. Und jetzt auch dieser alte Satz, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Überall, und das ist auch kein Zufall, überall fängt es jetzt an zu kriseln. Das sind diese drei Punkte, Stalingrad, El Alamein und Marokko, Algerien. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Hitler ist ja ein, sagen wir mal, sehr intuitiver Mensch. Das ist auch eine Grundlage seines Erfolgs und das muss man wirklich sagen. Er versteht es wie kaum ein anderer, Stimmungen zu erfassen, sei es bei Einzelpersonen, sei es im Kollektiven. Und da ist er auch nicht schlecht, also auch militärisch gesehen. Also zum Beispiel Westfeldzug, wo er das wirklich merkt, die Franzosen, die wollen eigentlich nicht und so weiter. Jetzt, und das ist eigentlich das Interessante, und da merkt man plötzlich, wie dieser Mann auch richtig Aussetzer hat, zieht er sich ausgerechnet in dem Moment aus seinem militärischen Hauptquartier zurück, wo eigentlich die unangenehmen Nachrichten eintreffen. Ja, wo er wirklich als, in Anführungszeichen, Führer nun einmal wirklich gefragt wäre. Und es ist ja auch kein Zufall, 9. November 1943. Macht er sich Mut 22, unter Kameraden. Unter Kameraden. Er erinnert sich an früher, wie wir eben doch. Und also auch dieses Motto, was dann hier an der Feldherrnhalle war, und ihr habt doch gesiegt. Also damit versucht er jetzt praktisch nochmal, sich auch aufzuputschen. So. Fährt danach zum Berghof, sich erholen. Sich erholen. Also unvorstellbar. Und genau in dem Moment schlägt der Gegner zu. Und das ist natürlich, und da wird jetzt auch praktisch Hitler zu seinem eigenen Opfer, weil er natürlich alle entscheidenden Kompetenzen auf seine oder in seiner Person vereinigt hat. Und er fällt aus. Er fällt aus und keiner kann entscheiden. Ja, alle warten auf die Entscheidungen des Führers. Und bis er erstmal wieder, gut, also sagen wir mit Manstein, das ist eine richtige Entscheidung. Aber die ist noch am Freitag erfolgt, ja? Ja. Während jetzt kommt Samstag und Sonntag und auch unter den Ernstfallbedingungen des Deutschen Reichs gelten die Feiertage. Ja. Ja? Das heißt also, die Aktivitäten nehmen ab. Die nehmen ab, die nehmen ab. Es ist unvorstellbar. Am Samstag, den 21. passiert fast gar nichts.
Also wenn die Soldaten der 6. Armee überhaupt noch eine Chance gehabt hätten, dann am Anfang. Also in diesem Moment, wo sich praktisch auch der sowjetische Machtbereich um die 6. Armee, wo der sich eigentlich erst formieren muss, da hätte noch eine schnelle Reaktion erfolgen können und auch sozusagen so eine Art wandernder Kessel gebildet werden können, wie es dann 44. Es wurden drei Divisionen, also eine schnelle Division, das ist keine Panzerdivision, aber eine schnelle. Ja. Ja, und dann die 16. und die 24. Panzerdivision. Ja. Die wurden jetzt rausgezogen. Warum brauchen die drei Tage, um sozusagen über also ein Gelände von sagen wir mal, 50 Kilometer zu überwinden und jenseits des Don sozusagen die Verbindung zur Heeresgruppe zu bilden? Das ist natürlich ein ganz, ganz komplizierter Prozess. Sie müssen ja, also sagen wir, Sie müssen sich vorstellen, die Soldaten sind ja in der Front eingebunden und die müssen dann Stück für Stück und vorsichtig. Und die Fahrzeuge stehen irgendwo geparkt, genau. Weil man die gar nicht gebrauchen kann für Stoßtruppunternehmen. Die Trosse und das alles. Also Sie müssen sich einmal vorstellen, ich meine, wir haben das bei der Bundeswehr, da hieß es Active Edge, also da hieß es also jetzt das Alarm und wir müssen alles mitnehmen. Das ist ein sogenannter NATO-Alarm. Das heißt, da müssen Sie sich vorstellen, das ist ein kleiner Umzug. Da müssen Sie Ihre ganze Wohnung räumen, in LKWs verladen und dann geht's los. Und so ähnlich war das natürlich auch an der Front. Zusätzlich kam dann noch der Druck des Gegners dazu. Also dass die natürlich sofort gemerkt haben, aha, der Gegner baut ab und wir drücken nach. Und das ist natürlich, also da gibt es auch diesen Grundsatz, der Rückzug ist die schwierigste militärische Operation. Und das war natürlich, also kein Wunder, dass sowas... Aber es war doch eigentlich kein Rückzug, sondern ein Angriff, nur in einer anderen Richtung. Aber Sie müssen die Truppen verlagern, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Sie müssen ihn aus dem einen Frontabschnitt zum anderen nehmen. Und die Deutschen haben keine Reserven. Alles ist an der Front gebunden. Und dadurch kommen diese zeitliche Verzögerung. Das ist eigentlich, sind hochkomplizierte Bewegungen und auch Ereignisse. Jetzt nochmal wieder zurück zu Hitler. Und wenn man mal allgemein einen intuitiven Mensch denken oder empfindenden Menschen, der nicht diese Ausbildung einer instrumentellen Führung, also das Operieren, eigentlich nicht auf einer Akademie gelernt hat, unter dem Druck der Kollegen, die einen bei jeder Übung, bei jedem Planspiel genau beobachten, man darf keinen Fehler machen. Das bringt ja eine bestimmte rationale Schulung. Ja. Wenn ich die also nicht habe, ich bin aber in der Lage, Gesamtkonzepte zu sehen und intuitiv zu erfassen und zu Entschlüssen zu gelangen. Dann gibt es aber, wenn die negativen Nachrichten überhand nehmen, einen Abwehrreflex. Ja. Wenn Sie den mir mal beschreiben. Na naja, gut, im Grunde genommen, also sagen wir mal... Ich gehe in Deckung. Ja. Totstellreflex. Das ist der entscheidende Punkt. Also sagen wir mal, Hitler fällt auch nichts mehr ein. Also das merken Sie eigentlich schon ab dem Winter 41, 42. Er hat ja nur dieses Prinzip, entweder angreifen oder einigeln und halten. Das sind eigentlich seine beiden Prinzipien. Ist natürlich auch die Prägung des Ersten Weltkrieges. Und jetzt, jetzt kommt es im Grunde um knüppeldick. Also von allen Fronten. Es passiert noch nicht so viel, aber es wird sichtbar, da passiert jetzt gleich sehr viel. Aber zwischen Verdauung und Verdauung, also 24 Stunden, kann man im Grunde nicht so viel Unglücksfälle mit irgendetwas beantworten. Genau, das ist der Punkt. Und müsste man einem vorsagt. Und Hitler erstarrt förmlich. Er erstarrt, ihm fällt nichts mehr ein. Und das ist, also wie schon gesagt, wie Sie sagen, so ein Totstellreflex. Ihm fällt nichts mehr ein und er hat auch wirklich keine kreative Lösung. Das Einzige ist, dass er eben den Mannstein, immerhin, also dazu ist er noch bereit. Er hat noch etwas gemacht. Er hat die 6. Panzerdivision schon am 10. Ja, November, das also schon ist, als die Gefahr sich ganz lose abzeichnet, nur Erkundungsergebnisse, da am Don spielt sich etwas ab, da setzt er die von Frankreich in Bewegung. Also in dieser Form, eine Elite-Division, die ist wirklich durchgehend motorisiert, die haben 160 Panzer, 40 Sturmgeschütze und nochmal 20 schwere Aufklärungsfahrzeuge. Das ist, für die Wehrmacht ist das sehr, sehr viel. In Frankreich jetzt gerade wieder aufgefrischt. Aufgefrischt, wie man damals gesagt hat, genau. Mit Besuch in Paris und so weiter. Die sind richtig motiviert. Die sind richtig motiviert. Und da ist natürlich auch noch sozusagen, also dieser alte Wehrmachtsgeist, Oberst von Hünersdorf kommandiert das Panzerregiment beispielsweise. Ja, genau. Und der General Raus. Raus ist der Chef. Der Chef, genau. Und
die haben natürlich das Gefühl, also uns kann keiner. Also wir sind die 6. Panzerdivision und wir kommen jetzt dahin und wir werden das schon. Und Manstein kommandiert und das ist... Und wie geht sowas? Sie gehen im Bahntransport, da braucht man 4, 5, 6 bis 10 Züge. Ja, ja? Und da gibt es dann so eine Rampe und dann fahren die praktisch auf diesen Tieflader raus, werden verkeilt, werden also festgezurrt, das Rohr wird nochmal abgedeckt. Und dann kommt dieser riesige Zug, wo dann also 250 Panzer, also mehrere Züge natürlich, wo diese 250 Panzer draufstehen und die hatten, ich glaube, mehrere tausend Fahrzeuge, die rollen dann nach Osten. Und dann sieht es so aus, also die ganze Ostfront hängt eigentlich an relativ wenig Eisenbahnlinien. Die mussten also noch umgenagelt werden von dort. Hier unten drei Schienenwege. Ja, genau. Ja, die bis zum Don führen. Das läuft dann parallel und dann wird relativ in Frontnähe, wird dann die Division ausgeladen, weil der Landmarsch für Panzer eigentlich ein riesiger Verschleiß ist. Das ist eigentlich auch nicht so bekannt, aber sag mal, diese Ketten, die gehen relativ schnell kaputt. Das heißt, sie müssen versuchen, den Panzer so oft wie möglich, also auf Schiene zu bewegen und nicht zu Land. Und dann werden praktisch so mal so die letzten 50 Kilometer, das ist dann der Landmarsch und dann formiert sich die Division. Und dann kommt sie eigentlich, also nachdem das während des Marsches ist alles durcheinander, dann nimmt sie eigentlich so ihre Kampfformation ein. Dann wird es ernst. Dann wird aufmunitioniert, aufgetankt. Da ist sie übrigens am verletzlichsten, also ja, beim Ausladen. Ja, also natürlich. Wenn ein Feind da angreift. Ja, natürlich, ja? Natürlich. Da ist, sag mal, ich habe vorhin gesagt, eine Armee ist ein Organismus und eine Division natürlich ganz genauso. Auch da gibt es diese Arbeitsteilung. Da gibt es eben auch die Soldaten, die kämpfen, die Soldaten, die instand halten, die versorgen, die führen, die Sanitäter, lauter Spezialisten. Und es kommt sozusagen in dieser verletzbaren Zeit darauf an, die Division in Frontstellung, also in eine Kampfstellung zu bringen. Dann ist sie, also ist praktisch wie so ein dann Tier. Dann wehrt sie sich selbst, dann ja, genau, schützt sie genau. sich selbst. Aber bis dahin ist sie gefährdet. Genau, das ist wie so ein Igel, der plötzlich dann also ja. so seine Stacheln und so und dann geht's. Aber in der Zeit vorher, das ist hoch gefährdet. Aber wie schon gesagt, die Division schafft und die Division tritt an. Und während wir hier des ganzen Zeitraums, über den wir reden, ja, vom 10. November bis zum 28., 29., eigentlich bis zu den ersten Dezembertagen, wird die herantransportiert und versammelt sich in 100 oder wie viel Kilometer Entfernung in Kotelnikowo, bei einem dem letzten Eisenbahnknotenpunkt, der erreichbar ist. Ja. Und hier bildet sie jetzt hier diese Front, die Entsatzfront. Die Entsatzfront, genau, das ist es. Ist er erst am 12. Dezember so bereit, dass sie angreifen kann? Ja, natürlich. Ja. Also Sie müssen sich auch vorstellen, das ist ja auch ein riesiges logistisches Unternehmen. Also sie brauchen Munition, sie brauchen Treibstoff, sie brauchen Versorgung für die Soldaten, sie brauchen... Also das sind so Details, aber sie brauchen zum Beispiel besondere Ketten für den Winter. Das sind also breite Ketten und so weiter. Und wenn sie da in der Instandsetzung sind oder der Logistiker, dann haben sie, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr viel zu tun. Das heißt, die haben ihre Reparaturabteilung, so wie eine Stadt, für die Autos in der Stadt im Jahr 36. Alles dabei. Nicht? Wunderbare, wie die drei von der Tankstelle in dem Film handhaben. Ja, nicht? Ja, ist ja eine Autokultur natürlich, in den 30er Jahren. In der Tat, Und so haben die hier also kundige Fahrzeugreparateure Natürlich. Ist alles in dabei. Ihrem Tross. Ja, natürlich. Das waren auch zum Teil, also muss man wirklich sagen, also... um es mal vorsichtig zu und ganz neutral, das waren, sag mal, sehr interessante Männer. Ja. Also das sind Leute, die permanent trainiert sind, das Unmögliche möglich zu machen. Also da ist da irgend so ein zerschossener Panzer und dann holen die sich die Ersatzteile aus dem sowjetischen Panzer und dann wird das irgendwie zusammengeschraubt und dann wird nochmal was ein bisschen drüber gesprüht und plötzlich fährt das Ding halt wieder. Aber sag mal, wenn sie wissen, vorne sind die Kameraden und denen fehlt halt dieser Panzer oder sagen wir mal, die Fahrer, die müssen dann zu Fuß kämpfen. Das ist natürlich dieser Organismus, wo der eine existenziell auf den anderen angewiesen ist. Ich bin jetzt nochmal bei der Reisebewegung Hitlers. Er hat sich jetzt am 9. November in München bewegt, bei seinen Kameraden, sich gestärkt, ist in Berchtesgaden, in seinem Quartier, der Führerzug des Oberkommandos der Wehrmacht, der steht in Salzburg. Ja. Und jetzt entschließt er sich am 22. Abends, Sonntagabend, ich
fahre jetzt doch nach Rastenburg, nach in das Hauptquartier Wolfschanze. Also, ja. Wie geht so eine Reise? Das ist natürlich auch so ein kleiner Umzug, von dem Hitler natürlich überhaupt nichts mitbekommt. Aber das ist natürlich auch dieser Führer-Sonderzug. Das ist natürlich auch, seine ganzen Adjutanten sind da drin. Vorne Flak? Vorne Flak, hinten Flak. Da sind seine Adjutanten drin, seine Berater, die wichtigsten Berater. Da ist auch, sagen wir mal, alle Führungsinstanzen dieses Reiches haben ihre Vertreter bei Hitler. Da gibt's also das Auswärtige Amt. Auswärtige Amt, der Hebel. Da gibt es einen SS-Verbindungsoffizier, die Wehrmacht hat Verbindungsoffiziere. Dann gibt es die höchsten militärischen Berater, also Wehrmachtsführungsstab und Keitel. Also, und diese ganze Kolonne, natürlich dann persönliche Diener und Fahrer und was da halt alles dazugehört, die Diätköchin, und diese ganze Kolonne setzt sich vom Bahnhof Berchtesgaden in Richtung Rastenburg in Bewegung. Und fahren 20 Stunden lang bis Leipzig zunächst. Genau. Dann steigt er in ein Flugzeug und fliegt den Rest. Fliegt den Rest, ja. Und dazwischen muss er aber, wenn er telefonieren will, mit Zeitzler, also seinem Generalstabschef in Wolfschanze, dann muss der Zug anhalten. Muss anhalten, ja genau. Und dann wird kurz also die Lage durchgegeben. Und natürlich muss man sich das so vorstellen, die sind natürlich alle aufs Höchste erregt. Also jetzt ist dieser Punkt da. Wie schon gesagt, man muss auch sehen, Herbst 42, da gab es eine große Führungskrise in Vinnytsia, also im Führerhauptquartier in der Ukraine. Er hat nicht mehr gegessen mit seinen Generalen. Ja. Und die haben natürlich ihm auch was signalisiert. Die haben was ihm signalisiert. Und er ist nicht drauf eingegangen. Und jetzt plötzlich kommt dieser Schlag. Und ich denke, in dem Mann ist natürlich sehr viel vorgegangen, und es findet ein Entscheidungsprozess statt während dieser Fahrt, erst bis Leipzig und dann ins Führerhauptquartier. Und dann, das ist natürlich auch das Schlimme für Hitler, wenn er sich mal entschieden hat, dann bleibt er eben auch dabei. Das heißt also, dieser Entscheidungsprozess findet eigentlich ohne viel Daten statt. Ja. Das ist ein ungefähres Bild. Ja. Und sagen wir mal, ein Erlebnis aus dem Jahr 1923 würde ihn genauso bewegen während er durch die Landschaft fährt. Ja, natürlich. Ja? Ja. Was ihn natürlich bewegt, und das ist ja auch seine militärische Ausbildung, das sind die Erlebnisse des Ersten Weltkrieges, wo er eben immer wieder erlebt hat, also ich sage es mal in ganz großen Anführungszeichen, es lohnt sich, Stellungen zu halten. Oder es ist möglich, Stellungen zu halten. Das war ja auch Wenn so. Wenn es aber in Bewegung kommt, dann gibt es kein Halten mehr, und zum Schluss haben wir die Revolution. Ja, genau, das ist der Punkt. Dieses große Trauma, die Revolution darf sich nicht wiederholen. Aber es ist interessant, dass sozusagen einmal falsche Lebenserfahrung auf eine neue, wenn Sie so wollen, moderne Kriegssituation trifft. Ja. Und dann noch die allgemeine Trägheit, die alle Menschen haben, dass sie gegenüber Ereignissen, die überstürzt auf sie eindreschen, mit Leugnung und Starrheit reagieren. Ja. Das scheint ein evolutionärer Vorteil für Menschen normalerweise zu sein, aber nicht in Führungspositionen. Ja und nein. Also sagen wir mal, bei Hitler auf gar keinen Fall. Also dieser Moment der Erstarrung, das haben sie ja in vielfacher Hinsicht. Gibt es das bei Generalen auch? Oh ja, und wie. Also es gibt ja diesen bösen Satz, Generale führen Kriege mit den Erfahrungen von gestern. Hitler ist extrem böse, aber das heißt nicht, dass er dumm ist. Das ist das Problem, das wird auch heutzutage im Gegenteil, also auch wenn Sie beispielsweise meinen Kampf lesen, ist es eigentlich frappierend zu sehen, wie er seine Erfahrungen verarbeitet, die auch diese Erfahrungen, das haben wir das, was er erlebt hat, kritisiert und daraus dann praktisch auch Lehren sieht. Das tut er auch im Militärischen. Ich meine, er ist ja 4 Jahre an der Front und der erlebt ja viel. Also er ist ja nicht nur vorne im Schützengraben, er ist ja ein Melder. Er ist ja praktisch permanent im Einsatz zwischen vorne und den höheren Stäben und da sieht er sehr viel. Und wie schon gesagt, er ist kein Dummkopf, aber er ist eben dann letzten Endes doch ein Autodidakt und kein Profi. Das unterscheidet ihn eben von einem Mahnstein. Und diese Halbbildung, das ist auch eben auch sozusagen auch im militärischen Bereich das, was dann im Grunde genommen zu dieser unendlichen Katastrophe führt.